loud and clear, or am I breaking up? Am I still your charm, or am I just bad luck? Are we getting closer, are we just getting over love? I'll show you mine, you show me yours first. Let's compare scars, I'll tell you whose is worse. Let's unwrite these pages, place down where that road works. We live on from fortress and swing like food. We get by just finding a minimum wage. If love is a labor, I'll slave till the end. Won't cross the streets until you. Summer's over too soon. Let's pack our bags and settle down where palm trees grow. I've got some friends, some that I hardly know. We've had some time, so wouldn't trade for the world. We chase these days down with thoughts of places that we will go. Vor allem willkommen heissen möchte ich aber auch den Berufswahl-Event. Warum ist der Event in unserer Gemeinde ja, so willkommen und warum tun wir den Event auch entsprechend unterstützen? Es sind eigentlich vier Gründe. Erstens passt der Event wunderbar zu unserer Strategie. Die Strategie, die wir verfolgen mit der Gemeinde Flums, die Gemeinde eben zu einer noch attraktiveren Wohngemeinde zu machen. Was gehört zu einer Wohngemeinde? Ja, natürlich, attraktiver Wohnraum für verschiedene Zielgruppen, eine moderne Schule, eine hohe Lebensqualität und ein breites und vielseitiges Sport-, Kultur- und Freizeitangebot. Aber was auch zu einer guten, attraktiven Wohngemeinde gehört, sind interessante Unternehmen, die eine möglichst breite Palette von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen zur Verfügung stellen in einer Gemeinde oder eben in einer Region. Zweitens, mit dem Anlass können wir unserer Jugend praktisch vor den Haustüren Möglichkeiten und berufliche Perspektiven aufzeigen, die sie hier in der Gemeinde, in der Region, im ganzen Land absolvieren können. Wir können damit auch aufzeigen, dass man nicht wegziehen muss in die Städte oder in andere Regionen, um einen interessanten Beruf zu erlernen und in eine Berufskarriere einzusteigen. Und drittens können wir natürlich auch diesen Unternehmen, die sich in der Gemeinde, in der Region engagieren in der Berufsbildung, attraktive Plattformen bieten, um sich und ihre Berufsbilder zu präsentieren. Und viertens, der vierte Grund, das ist eigentlich das Gebäude, wo wir da drin sind,
Der Berufswahl-Event findet nicht irgendwie in einer Mehrzweckhalle statt, sondern er findet in altehrwürdigen Industrieräumen statt, eben von der Flumserei, von der früheren Baumwollspinnerei Spöri. Was gibt es für einen direkteren Bezug zum Thema Berufsbildung, Berufswelt? Geschätzte Gäste, ganz herzlich willkommen im Namen vom OK vom Berufswahl-Event zu dem Input. Am Viertel ab 5 Uhr ist ja der Preisverleih vom Sozialen Wirtschaftspreis. Und wir haben den ganzen Tag, wenn neue Schülergruppen gekommen sind, einen Input gemacht von Lernenden. Weil es ist natürlich schon etwas anderes, wenn so die Schüler 2-3 Jahre ältere Jugendliche hören, als wenn wir da referieren. Die nehmen es natürlich ganz anders an. Darum haben wir das gemacht. Wir haben eine Berufsbildnerin da, die ebenfalls dann Tipps gegeben hat, was wichtig ist, wenn man auf Lehrstellensuche geht, wenn man schnuppert, wenn man sich bewirbt. Mein Name ist Franziska, ich bin 25 und lehre als Polymechanikerin im dritten und vierten Lehrjahr gleichzeitig. Der Grund dafür ist, dass ich zuerst Matura gemacht habe, noch angefangen zu studieren habe, aber es war halt nicht so meins gewesen. Und ja, ich hätte von Anfang an auf mein Gefühl hören sollen, weil ich habe früher schon, als ich ein Kind war, mit meinem Bruder an Töffel herumgeschraubt. Er hat mich mit in die Feuerwehr genommen. Mit 16 bin ich dann selbst zur Feuerwehr gegangen und bis heute noch bin ich dort noch Maschinist. Und eigentlich wäre es naheliegend gewesen, einen handwerklichen Beruf zu machen. Aber wie es dann so älter haben, hat es geheißen, hast du jetzt schon Matura gemacht, geht man studieren. Ja, hat man dann halt gemacht und sagen wir sehr. Den ganzen Tag auf dem Stuhl hocken ist halt nicht so mies. Und dann nach langem Hin und Her und dann, bis man den Mut gefunden hat, zu sagen, ja, ich mache jetzt das, was mir gefällt, ist dann halt auch eine Weile vergangen, ein bisschen lang. Und dann bin ich froh, geschnuppern gegangen. Ist nicht immer so einfach gewesen, weil es, ja, hat es immer geheißen, was hast du davor gemacht? Und ja, du bist eine Frau, aber dann habe ich zum Glück bei Bartolette eine Lehrstelle gefunden und die sind ganz froh gewesen, kann die Lehre verkürzt machen und ich würde es immer wieder den Beruf wählen und bin auch froh, dass ich mich dazu durchgerungen habe, endlich das machen, was ich will. Ja, ich bin Vanya. Ich bin in der Lehre zur Elektroinstallateurin und das ist eigentlich mehr oder weniger dumm gegangen, in Anführungs- und Schlusszeichen. Ich bin eigentlich schnuppern, was mal schnuppern, vom Büro Hochbauzeichnerin Elektroplanerin und für mich war dann ziemlich klar, ich will Elektroplanerin werden.
Und da ich im gleichen Alter war wie die eine Töchter von Martin, von meinem jetzigen Chef, habe ich mal aus Spass gesagt, ich komme zurück und schnuppere, ich kann das auch. Und die haben das dann zu Hause erzählt und der Martin ist auf mich zugekommen und hat gesagt, komm du zu uns schnuppern. Und als 13-jähriges Mädchen stehst du dort vor dem gestandenen Mann mit dem eigenen Geschäft und sagst nicht mehr nein. Und dann bin ich gegangen und dann hat es mir blöderweise gefallen. Und dann bin ich auch heim und habe das zu Hause erzählt und meine Eltern, das ist nur, weil du dort so viel kennst, weil du mit denen in die Schule bist. Weil die auch verflumst sind. Du gehst nochmal anders schnuppern. Meine Alte nochmal schnuppern. Es hat mir wieder gefallen. Und sie sagte, ja, jetzt musst du im Winter schnuppern. Du musst das auch im Winter machen. Du musst im Winter auch raus. Dann hat es mir blöderweise immer noch gefallen. Und dann hat es geheißen, ja, schau, dann machst du es, ziehst es durch. Und ich bin bis heute froh, dass ich das so gemacht habe. Es muss nicht immer so sein, wie man es vielleicht im ersten Moment denkt. Ich bin Karin, im vierten Lehrjahr als Konstrukteurin bei Pamax Flums. Und ich habe eigentlich auch lange wirklich nicht gewusst, was ich machen soll. Ich bin ganz verschiedenes geschnuppert, Bäckerin, Hochbauzeichnerin, auch mechanisch, elektrisch, ganz verschiedene Sachen. Aber irgendetwas hat mir am Laufen nicht gefallen bei diesen Berufen. Dann bin ich dann einmal ins Spitz gegangen und habe dort einen Eignungstest gemacht. Und dort ist dann eben herausgekommen, dass eine Konstrukteurin und etwas für mich wäre. Ich habe davor eigentlich gerne nicht gewusst, dass es diesen Beruf überhaupt gibt. Bis dann aber eben zwei, drei Mal in verschiedenen Orten schnuppern und habe dann gewusst, dass das das ist, was ich machen will. Es ist sehr abwechslungsreich, interessant und es sind auch wirklich die Sachen, die mich interessieren, kann ich dort ausüben. Und ich bin heute noch froh, bin ich das immer noch am Lernen. Ich bin Ladina und arbeite in der Psychiatrie zu Pfäffers. Ich bin im dritten Lehrjahr und das war eigentlich schon immer meine erste Lehre oder meine erste Wahl als Lehre. Ich wollte das immer werden und ich habe das so ein bisschen von meinen Eltern mitbekommen, weil sie arbeiten beide im Gesundheitswesen und ich wollte das schon immer. Und ich bin sehr froh, dass ich die Lehrstelle in Pfäffers bekommen habe, weil das war eigentlich mein Platz, den habe ich schon immer wollen. Und bei mir war es so, weil ich nur die Lehre zu Pfäffers machen wollte, hat mir meine Mama ein bisschen Angst gehabt. Die hat mir dann Schreinerin antrüllen. Ist nicht so geworden. Aber ich bin sehr froh, dass ich diesen Beruf gewählt habe, weil es ist die richtige Wahl für mich. Ich bin Sina, ich bin 17 Jahre alt. Und als ich noch ein kleines Mädchen war, hatte ich sehr spezielle Berufswünsche. Zum Beispiel Polizistin oder Fahrlehrerin. Und als ich dann in die Oberstufe kam, bin ich ein bisschen realistischer geworden. Ich habe dann auch geschaut, wo sind meine Stärken sind. Und habe gesehen, dass es so Mathe ist und auch das Vorstellungsvermögen. Und habe dann mich auch informiert, was da zu mir passen könnte. Und bin dann eben auch auf den Beruf Konstrukteurin gekommen und bin jetzt im dritten Lehrjahr. Mein Name ist Elia, ich mache die Lehre bei Bank Lind, bin im zweiten Lehrjahr und ich wollte eigentlich schon immer über Bank die Lehre machen, weil ich einfach gerne den Umgang mit Zahlen hatte und Fremdsprachen liegen mir auch ziemlich. Ich bin Miriam, bin 16 und bin jetzt gerade ins erste Lehrjahr gekommen als Konstrukteurin. Und für mich war es am Anfang noch schwer, dort, wo ich schnuppern bin, weil ich nie gewusst habe, genau, was ich richtig lernen soll. Und da habe ich dann mit meiner Mutter zusammen haben wir dann, verschiedene Berufe angeschaut, auch speziellere Berufe, die nicht die gewöhnlichen sind. Und dann habe ich Berufe ausgewählt, die halt auch nicht typisch sind für ein Mädchen, wie auch zum Beispiel als Polymechanikerin oder so. Und dann bin ich einfach mal schnuppern und hat mir das wirklich sehr gefallen gehabt. Und es ist ja auch nicht gerade ein alltäglicher Beruf in dem Sinn, wo gerade jede gemacht hat. Und das habe ich dann besonders gefunden. Und da habe ich gefunden, das mache ich einfach für die nächsten vier Jahre. Wir erwarten heute immer noch von den Lernenden Anstand, Pünktlichkeit, Ehrlichkeit, Fleiss, Einsatzbereitschaft. Wichtig ist für uns, gibt es so zwei, drei Sachen, mal sicher die Schnupperlehre. In der Schnupperlehre schauen wir, wie ist die Jugendliche, der Jugendliche, würde er in unsere Firmen passen? Weil
wir haben, in diese Firma passt vielleicht der Jugendliche, der etwas lauter ist, in diese Firma der, der etwas ruhiger ist, kommt immer ein aufs Team drauf. Also für uns ist die Persönlichkeit des Jugendlichen mal ein Attribut, wo es muss auch also gut passen mit dem Berufsbild und der Berufsbildnerin. Und da wissen wir alle, Menge Sachen passen einfach nicht. Und dann ist das ein Attribut. Dann gehören natürlich auch heute, wie früher schon, Noten dazu. Wir wissen, wir haben Erfahrung, dass gewisse Noten, wenn man jetzt zum Beispiel für den Physiklaborant ja, einen knappen 4,5 herbringt in der Mathe, kann schwierig werden in der Lehre. Dass er nachher in der Berufsschule das einfach nicht schafft. Und schlussendlich können wir auch Lernende haben, die den Lehrabschluss schaffen. Und das gilt eben für schwächere und für bessere Schüler gleichermaßen. Im Zeitalter von Hightech und Digitalisierung 4.0 geht es eben darum, dass die Schwächeren eine Chance haben. Der Sozialwirtschaftspreis zeichnet das aus. Engagement, Herzblut und Leidenschaft für schwächere Jugendliche einsetzen. Werden Unternehmen aus unserem ganzen Land anerkannt und gewürdigt, die in sogenannte schwächere Jugendliche investieren, ihnen so in der Zukunft ermöglichen. Zum Beispiel mit einem Angebot von der EBAN-Ausbildung, zum Beispiel aber mit einem Angebot von der EFZ, vielleicht den Jugendlichen, die an vielen Orten Schwierigkeiten haben. Und so der soziale Wirtschaftspreis im ganzen Land ist entstanden aus einem wohlwollenden Mentoring-Programm Tandem im ganzen Land. Und zusammen auch mit dem Beirat und der Los- und Laufbahnberatung im ganzen Land und hat 2011 das erste Mal verlegt werden. Die Firma Bardolet ist ein Familienbetrieb aus zweiter Generation. Wir haben mittlerweile 55 Jahre, wo wir hier in der Schweiz produzieren. Wir haben rund 320 Mitarbeiter in der Schweiz. Wir brauchen gut ausgebildete Fachkräfte, die wir hier ausbilden, um die Arbeitsplätze auch in der Schweiz zu behalten. Im Jahr 2005 haben wir bei der Firma Bardolet angefangen mit einem Lehrlingskonzept. Und seitdem haben wir auch angefangen, so richtig Lehrlinge auszubilden. Vorher haben wir pro Jahr 2-3 Lehrlinge gehabt, im Gesamten. Und jetzt mittlerweile sind wir auf 40 Lernende seit 2005. Angefangen haben wir einen Arm mit einem kleinen Startkapital. Und seitdem haben wir das stetig aufgebaut. Und das Spezielle bei uns ist, dass wir nicht quersubventioniert würden, hier, die ganze Ausbildung, sondern dass die Lernenden eigentlich das, was sie kosten, selber erwirtschaften. Ein Lehrling kostet pro Jahr rund 30'000 Franken. Das ist in jedem Betrieb etwa gleich. Und das gibt in etwa die 1,2 Millionen, die wir hier bei der Firma Bardolet haben mit diesen 40 Lernenden. Das ist das, was sie nachher auch umsetzen müssen. Wir tun jedes Teil, das die Lernenden herstellen, das wird schlussendlich auch verkauft. Das ist die Bedingung, dass sie das verkaufen können. Und am Schluss auch einen Nutzen hinterfällt. Uns kommt nichts in Ausschusskisten oder irgendwo wird heimgenommen oder etwas, sondern es sind alles Teile, die schlussendlich irgendwo an eine Bahn oder an eine Anlage tragen können, wo man nachher auch einen Kumpf verkauft. Um die Lernenden auch schulen in Sachen Umgang mit Material und Werkzeug, ist es für uns wichtig, dass wir die Ersatzteile, die wir haben, und auch die Werkzeuge, dass wir die angeschrieben haben, und zwar mit dem Preis angeschrieben, dass jeder weiß, was ein Börli kostet und was ein Werkzeug kostet. Und dann setzen wir es in die Relation mit der Arbeitszeit, die sie hier sind, und fragen es nämlich, wenn sie Bohrer verbrauchen haben, wie lange das jetzt quasi wieder müssen schaffen, wenn sie es aus dem eigenen Sack müssen zahlen. Das ist die Relation ein bisschen dazu. Und das ist uns wichtig, dass wir hier in der Schweiz die Lernenden so ausbilden, dass sie im Prinzip kleine Unternehmer würden und wissen, um was es geht, dass wir die schlussendlich dann auch brauchen können, wie wir es noch einsetzen. Und hier haben wir sicher einen grossen Vorteil gegenüber von ausländischen Unternehmen, dass wir dann Leute haben, die Unternehmer sind und nicht einfach Mitarbeiter, die nicht mitstudieren. Bardolet investiert auch immer in neue Anlagen. Wir sind immer etwa auf dem neuesten Stand. Und das Industrie 4.0, das man jetzt so gross gehört, das haben wir schon vor 15 Jahren umgesetzt, dass wir alles vernetzt sind miteinander. Und die neuen Produktionsmittel, da sind wir eigentlich immer das vorderste Bein in der Technologie. Wir haben auch hier die Roboteranlage, die wir haben, um Teile handeln auf einer Dreimaschine.
dass wir doch im mannlosen Art über die Nacht in der Nachtschicht so fertigen. Auch in der ganzen Automation mit den Werkzeugen und Vorrichtungen würden die Lernenden recht involviert ins ganze Geschehen. Also alle Vorrichtungen, die wir machen, auch die Automatisierungsanlage, die haben wir mit Lernenden zusammen gemacht, sind das ausgeführt, montiert und sind auch bei der Programmierung dabei gewesen. Die Firma Bartolet nimmt auch immer Lernende mit Beeinträchtigungen, also körperlich oder geistig, und das gibt mir vor allem Dynamics D EBA-Lehre. Und wir sehen uns hier ein bisschen in Verantwortung als grösseres Unternehmen hier im ganzen Land, dass wir auch diesen Jugendlichen eine Chance geben. Und was auch noch zu sagen ist, es ist so, dass der kleine Mehraufwand, den das gibt, mit diesen Jugendlichen, dass das sich locker auszahlt, weil das sind nur die Mitarbeiter, die einem auch eher bleiben und in der Produktion halt Arbeiten verrichten, die nicht jeder andere gewillt ist zu machen. Ja, der Geschäftsbereich ist eindeutig härter geworden. Konkurrenz ist gross unterdessen und es ist ein grosser Kampf, dass wir immer wieder für unsere 10 Mitarbeiter genug Arbeit haben. Wir haben verschiedene Ausbildungsplätze bei uns. Das eine ist Gebäudetechnikplaner, so wie der Roman und der Kevin, die hier bei mir im Moment gerade im Büro arbeiten. Der Roman hat zuerst Heizungsplaner gemacht, dann Gebäudetechnikplaner, Fachrichtung Sanitär. Und der Kevin hat zuerst Installateur gemacht und dann Planerlehre. Dann haben wir natürlich nebst Bürolehren in dem Sinne auch die auf dem Bau. Dort bieten wir an EBA, also eidgenössische Berufslehre mit Attest im Bereich Heizung oder Sanitär. Dort aber dann auch EFZ als Heizung oder Sanitärinstallateure. Die EBA-Lehre, die eidgenössische Berufslehre mit Attest, die wir anbieten, hier bei uns, das auf dem Bau als Heizungs- oder Sanitärler. Dann anschliessend gibt es die Möglichkeit, dass man noch eine dreijährige EFZ-Lehre anhängt, auch wieder als Heizungs- oder Sanitärinstallateur. Dort ist es theoretisch auch möglich, dass man die in 2 Jahren machen würde. Aber ich denke, es macht Sinn, dass man eine anschliessende EFZ-Lehre an eine EBA-Lehre in 3 Jahren macht. Es hat dann einfach schulische Hintergründe. Das sind vielfach Lernende, die vielleicht die Schule davor ein bisschen Mühe hatten, sind dann auf einmal in einer Phase, wo sie schulisch bei den Besseren sind. Und wenn man es dann direkt wieder ins zweite Lehrjahr schickt, soweit, dann sind sie eher wieder im hinteren Teil. Und dann ist eigentlich der ganze Effekt von dieser EBA-Lehre, wo sie Motivation und Freude von der Schule bekommen haben, wieder dahin. Ich denke, dass für die heutigen Jungen an und für sich nicht einfacher geworden ist. Nicht, dass sie quasi fühler ist, sondern sie haben einfach viel mehr im Kopf als vorher. Und das ist sicher ein Punkt, der nicht einfach ist für sie. Und dort dann wirklich immer den Fokus auf einen Job haben, das funktioniert von mir aus eigentlich nur dann, wenn man in einem guten Team arbeiten kann und die Jungen mit wirklicher Freude bei der Sache sind. Heute ist natürlich nebst den Noten auch der Eindruck, den wir hier haben in der Schnupperlehre für eine eventuelle Stiftung bei uns machen können, sehr entscheidend. Für mich ist es so, dass nicht die Noten im Zentrum stehen. Was sicher ein anderer Punkt ist, sind die Stellwerke, wenn man sie heute etwa sieht. Auch das eigentlich ist für mich zum Teil fast wichtiger als Noten, weil der eine oder andere hat sicher einfach schulisch der Kollerfängs und bringt einfach durch das keine Noten mehr. Wir engagieren uns stark an und für sich, auch für die, die es vielleicht sozial ein bisschen schwieriger hatten vorher im Umfeld. Wir bieten dort wirklich Möglichkeiten, um hier eine Lehre zu machen. Unser jetziger Lernende ist mit Lernzielbefreiung von der Schule gekommen, von der Oberstufe, ist dann zu uns gekommen und hat dann schlussendlich nach 2 Jahren ist er der Beste gewesen vom ganzen Kanton Graubünden in der EBA-Lehre, was für mich natürlich sehr gut gewesen ist. Und er hat dann auch eine Freude entwickelt, auch eine Freude an der Schule. Und das ist für mich einfach ein Zeichen, dass man durchaus auch solchen Jungs, natürlich auch Mädchen, je nachdem, auch eine Chance geben kann für eine Berufsbildung. Der Zeitaufwand, der natürlich etwas grösser ist bei einem EBA, hat natürlich eher schulische Probleme. Je nachdem auch Auffassungsgabe, die vielleicht am Anfang ein bisschen schwieriger ist. Es braucht vor allem von meinen Mitarbeitern ein grosses Verständnis auch, dass sie wissen, hey, wohl, er macht eine EBA-Lehre.
ist vielleicht am Anfang nicht ganz so schnell, aber ich bin überzogen und das sieht man einfach in der Praxis auch. Wenn die nachher Freude entwickeln, dann holen die auf und sind irgendwann auch auf einem Niveau von einem EFZ. Und das, wenn ich heute schon mal gesagt habe, das geht an und für sich nur dann, wenn es wendet. Man kann nicht generell sagen, jeder EBA-Stift macht den Weg, sondern der Willen und der Einsatz, das ist einfach das A und so. Applaus auf breiter Ebene für die beiden Firmen. Firma Bartolet hier, der Roland Bartolet voran, der Michael Walzer hinten rein und eben auch für die Firma Riem Haustechnik. Zwei Firmen, die jetzt ausgezeichnet worden sind bei dem Sozialen Wirtschaftspreis, eben hier dafür, dass man sich auch für schwächere Schulabsolventinnen und Absolventen einsetzt. Das ist sicher etwas ganz Spezielles und um das geht es, dass man in Zeiten von Hightech den schwächeren Schülerinnen und Schülern auch eine Chance gibt. Bruno Müller, ein Spannungsfeld im Bereich der Digitalisierung, das war ein Thema und dann am Schluss noch EBA. Bringt man das über kurz oder lang zusammen? Ich bin der Meinung, dass ja. Und ich glaube, die Firma Bartoli hat vor allem zwei, drei wichtige und ganz gute Punkte gebraucht in diesem Zusammenhang. Wenn ich das richtig verstanden und richtig gehört habe, ist das wirklich einerseits die Möglichkeit, mit der EBA anzufangen. Und wenn dann eben der 20er runterfällt, auch die Möglichkeit, ein EFZ zu machen. Und das sind ja dann wirklich Mitarbeitende und Mitarbeiter, die längerfristig, eben auch zum Beispiel in der Produktion, wie es erwähnt worden ist, so können in einem Unternehmen bleiben. Und aus dem Sinn glaube ich sehr wohl, dass das zusammengehört und zusammen, dass das auch zusammenkommt. Hat er gesagt, Ruhe Deimhof, oder einfach noch einmal eine volle Lehre, natürlich EFZ anhängen. Aber ist das so von Seite vom Amt für Berufsbildung? Jemandmal tut man sich ja dort auch schwer, um den Lehrmeister überhaupt eine Bewilligung zu geben für EBA-Ausbildung? Oder hat sich das verändert? Das wäre mir neu, dass man sich schwer tut, um eine Ausbildung können zu geben, gibt es gewisse Grundvoraussetzungen. Das ist der, nebst dem auch die entsprechende Ausbildung zu haben. Und wenn man das macht, denke ich, in dieser Frist ist das kein grösseres Thema. Ich glaube nicht, dass wir uns da sehr schwer tun. Ich glaube sogar, dass wir sehr froh sind, wenn wir Unternehmungen haben, die sich die Mühe nehmen und eben den zusätzlichen Betreuungsaufwand auch auf sich nehmen, um eben solche Menschen, den Rucksack, den ich erwähnt habe, auch mitgehen und den Rucksack füllen für das Leben von diesen jungen Leuten. Dann ist es eher von den Unternehmern her, die es gehört haben, dass sie unter Umständen vielleicht auch eher lieber bessere Schüler und Schülerinnen anstellen. Also ich höre mal Lehrmeister, die sich beklagen, die besser gegen alle richtige Kante und sie hegen dann auch niemanden mehr, zum Beispiel Malerprüfe und so weiter. Also am Amt hebt sie in dem Fall nicht. Ich würde sagen, es hebt eben nicht am Amt. Wir haben übrigens ein Programm zur Förderung von Matura-Quote. Also in dem Sinn, Matura heisst für mich aber auch BM, also Berufsmittelschule. Genau das ist auch ein Thema, das in die Richtung geht. Und das sind ja dann auch die Guten, die das vielleicht aus dem Ärmel schütteln, wo in einer Lehre sind und eine zusätzliche Berufsmittelschule abschliessen. Sie haben selber auch Kind. Ja. Ich habe gehört, in der zweiten Säcke. Die Tochter ist in der zweiten Säcke, ja. Hat sie sich schon beworben? Nein. Ja. Wir haben etwa mal, oder, so jetzt als Coach in der Berufsschule, habe ich mal damit zu tun, dass eben unter Umständen einfach Leute sich bewerben und dann 50 Absagen bekommen. Und auf der anderen Seite heisst es wieder, es hat eigentlich mehr als genug Lehrstellen. Wie geht denn das zusammen? Aus meiner Sicht braucht es immer zwei Seiten. Die eine Seite ist die sich bewerben. Und auf der anderen Seite ist das Unternehmen. Und das gehört wie eine Münze. Vorder- und Rückseite gehört hier zusammen und das muss passen. Und wenn das passt, dann gehört das eben zusammen und dann kann das zu einem Erfolg führen. Passt es aber nicht. Nehmen wir an, jemand ist prüfungsbefreit und hat dann das Gefühl, er müsse Informatiker machen, wo er sehr viel Mathe-Kenntnis müsste haben. Dann passt das nicht, dann kann er vermutlich eben auch 50 Bewerbungen machen und am Ende des Tages wird er 50 Absagen überbekommen. Das heisst mit der Antwort, dass die Statistiken, die stimmen schon. Es hat wirklich überschüssige Lehrstellen und gleich gibt es Leute, die suchen. Also es hat wirklich dann in dem Fall eben auch am richtigen Suchen. Am richtigen Matchen. Aha, ja. Es muss einfach aufeinander stimmen und ich glaube, es nützt nichts, wenn man einfach eine Lehre anfängt und dann denkt, ja, das geht dann schon irgendwie, aber das Herz ist nicht wirklich dabei. Ich glaube, das hat man heute ganz gut gespürt, das Herz muss mit dabei sein
und nicht per se einfach nur die Noten. Das Herz, der Mensch, und dann muss es einfach aneinander passen und stimmen miteinander und dann kommt das schon gut. Das hat mich erstaunt, dass das Lächeln beim Eingang, das Empfangen beim Eingang, wo Sie sagen, ein Roboter kann das nicht, das hat Ihnen gut tun. Sie können von der Swisscom her, das hat Ihnen gesagt, also, Coiffeur-Roboter, das gibt es nicht, aber Pflegeroboter, das gibt es ja, schon. Und ich denke mir, irgendwann wird doch alles digitalisiert, oder? Digitalisierung hat aus meiner Sicht eine klare Grenze. Der Roboter finde ich übrigens eine ganz gute Sache. Stellen Sie sich vor, der hilft Menschen rauszutragen, der hilft Menschen zu heben, der hilft Menschen zu stützen, wenn sie nicht mehr gut können laufen. Das ist sicher etwas, wo man kann sagen, das ist eine Unterstützung, das ist gut. Aber das Lächeln vom Roboter, wenn man den so sieht, es gibt ja schon die ersten, die Mimiken versuchen zu lesen und so ein quasi Lächeln entgegenheben. Aber das Lachen von Kindern, als ich hier die Stegen aufgekommen bin, das ist schon etwas, wo ich nicht glaube, dass ein Roboter mir das entgegenbringt. Zumal er bringt das ja dann nicht spontan, er bringt das vielleicht, weil er so programmiert ist. Und er macht nur genau das, was er eben kann, was programmiert ist. Einmal aus heutiger Sicht. Wie das in 20 Jahren ist, das kann ich Ihnen nicht sagen. Gottlieb Duttweiler-Institut, Katrin Frick, und sagt, Roboter entwickeln sich selber und so weiter. Gut, okay. Wenn wir das, Sie haben die Ansicht, finde ich ja gut, dass wir so einen Amtsleiter haben hier, eben, also im Kanton St. Gallen beim Amt für Berufsbildung. Sie kommen von der Swisscom her, das würde ich sagen, das ist ja alles digitalisiert, Telefonie, wenn wir das beschränken, aber die Leute selber, das Lächeln, das, was sie überbringen, das Menschliche dann, das bleibt nach wie vor. Aus meiner Sicht ja. Und wie sieht es also aus? Sie sind jetzt aus einer Firma aus Swisscom und so, sie sind jetzt bei einem Amt, also ich frage jetzt einfach mal ganz frech, passt das zusammen? Es gibt zwei Sichten, wenn Sie das Amt als, wie soll ich sagen, verknöchert, alt, staubig anschauen. Dann will ich suggerieren, ja. Das habe ich fast so verstanden. Dann würde ich mich fragen, ob das zusammenpasst. Mir hat ein Kollege gesagt, ich sage meinen Schülern, wenn ich davor stehe, ich arbeite in einem Unternehmen mit 4.500 Mitarbeitern, mehr hat er nicht gesagt. Und dann ist es die Frage, ist jetzt das ein Amt oder ist das ein Mitarbeiter? Und wenn man die Berufsbildung anschaut, 20.030, 60% neue Berufe, ob das dann geht, wenn man verstaubt und knöchert ist und prinzipiell mal dort sitzt, da hätte ich zwei, drei ganz grosse Fragezeichen. Und so habe ich es bis jetzt in meinen ersten 3 Monaten überhaupt nicht erlebt. Und bin ich auch glücklich und zufrieden darüber. In dem Fall meine letzte Frage, war es gut, dass eben im Amt ein Vorsteher ist, der das aus der Industrie herbringt, das Know-how, und eben irgendwie nicht einfach ein Beamter ist und bleibt? Meiner Meinung ja, aber prinzipiell müssten Sie da meinen Chef fragen, was er gesehen hat und so. Ich persönlich glaube ganz fest daran, dass in dem Thema im Amt für Berufsbildung eben die Berufsbildung im Vordergrund steht, Menschen im Vordergrund stehen. Und so passt das.